Ist ja gut. Ist ja gut. Aufstehen. Bin ich müde. Auf zur Uni. Viel zu tun heute. Aber, oh, richtig, noch ein Buch einpacken. Meine Bücher? Hallo? Wo sind meine Bücher? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz wach. Ich brauche einen Kaffee. Das gibt's doch nicht! Ich dachte, ich hätte mir das eingebildet heute Morgen. Wo sind meine Bücher? Wo? Werde ich denn jetzt vollkommen wahnsinnig? Das kann doch gar nicht sein, die... Ich bilde mir das bestimmt ein, ich bin überarbeitet. Vielleicht sollte ich mich hinsetzen und einen Film schauen. Okay, was schaue ich mir denn mal an? Was haben wir hier noch liegen? Ah, Stolz und Vorurteil. Was ist gerade passiert? Wo ist die DVD hin? Das macht mir langsam Angst. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Google. Bücher verschwinden. Keine übereinstimmenden Dokumente gefunden. Lovely Books. Lovely Books. Die anderen Leser müssen das doch auch merken. Die Seite existiert nicht? Natürlich existiert die Seite. Ich war doch noch gestern da drauf. Okay. Nachdenken. Nochmal Google. Bücher. Keine übereinstimmenden Dokumente gefunden. Das kann doch nicht sein, das ist... Ich ruf Silke an. Hey! War gut, dass du rangehst. Ist dir auch aufgefallen, dass das Merkwürdiges passiert? Ich habe das Gefühl, Bücher verschwinden. Ich... Was meinst du mit merkwürdig? Hier ist alles normal. Und was ist Bücher? Habe ich noch nie gehört. Es ist 18 Uhr und das sind die Nachrichten. Die Lage verschlechtert sich täglich. Immer mehr Menschen stehen unschlüssig auf den Straßen. Experten sind überfordert. Psychologen verkünden, dass Gespräche mit Betroffenen immer wieder nur ergeben, dass ihnen etwas im Leben fehlt, ohne dass sie wissen, was es ist. Die Welt hat nach ihren Angaben an Farbe und Spannung verloren. Die Selbstmordrate steigt weiter. Ich weiß, dass das nicht in eine Nachrichtensendung gehört, aber vielleicht wird es an der Zeit, dass wir uns fragen, ist das das Ende der Menschheit? Und jetzt geht es weiter zum Wetter. Oh. Meine Bücher! Oh, wir sind alle wieder da. Wir sind alle wieder da. Es war nur ein Albtraum. Es war nur ein Albtraum.
Tja, wie es aussieht, habe ich Glück gehabt, dass alles nur ein Traum war. Aber stellt euch mal vor, die Bücher würden wirklich über Nacht verschwinden. Wäre das auch so ein Albtraum von euch? Und was würdet ihr mit eurer Freizeit anstellen? Was würde euch fehlen, wenn es plötzlich keine Bücher mehr gäbe? Schreibt mir einfach alles, was euch dazu einfällt, in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine schöne restliche Woche. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Macht's gut!